In diesem Video beschäftigen wir uns nochmal mit dem Potenzieren. Also ich habe dir eine Aufgabe mitgebracht, 0,2 hoch 3. Und meine Frage und Bitte wäre, wie immer, probier doch mal, ob du schon alleine eine Idee hast, was wir hier rechnen müssen. Dann fange ich jetzt an. 0,2 hoch 3 ist eine Kurzschreibweise für 0,2 mal 0,2 mal 0,2. Also die wiederholte Multiplikation. Und das können wir jetzt schrittweise hier lösen. Das heißt, ich schaue mir erst an, 0,2 mal 0,2, das gibt 0,04. Woher weiß ich das? Ich kann als kurze Regel die Stellen nach dem Komma zählen. Also hier haben wir eine Stelle nach dem Komma und hier haben wir eine Stelle. Und dann muss bei dem Ergebnis zwei Stellen, also die Summe davon, nach dem Komma da sein. Machen wir weiter. 0,04 mal 0,2. 4 mal 2, das ergibt gerade 8. Und jetzt wende ich wieder meine Regel an. Das heißt, wir haben zwei Stellen nach dem Komma von der 0,04 plus noch eine. Das heißt, wir brauchen drei Stellen nach dem Komma. Und somit füge ich hier noch zwei Nullen hinzu, setze hier das Komma. Und dann noch ein 0 davor, das heißt, das Ergebnis ist 0,008. Machen wir doch noch ein Beispiel. 0,9 hoch 2. Wie immer gilt, kurz überlegen, dann machen wir es gemeinsam. 0,9 hoch 2 oder zum Quadrat, das ist erstmal wieder eine Kurzschreibweise für 0,9 mal 0,9. Das ist also die Aufgabe, die wir rechnen müssen. Und hier können wir auch sehr schnell auf das Ergebnis kommen. 9 mal 9 sind nämlich 81. Und wir haben hier 1, 2 Stellen nach dem Komma. Das heißt, das Komma muss an diese Stelle hier. Und unser Ergebnis ist 0,81. Das war jetzt hier einfach blind diese Regeln angewendet. Aber es ist doch interessant eigentlich. 0,9 hoch 2 und das Ergebnis ist tatsächlich kleiner. Denk doch da mal drüber nach. Gibt es hier auch irgendwie eine Grenze? Welche Zahl hoch 2 wird größer und welche wird kleiner? Probier doch mal ein paar Zahlen aus. Was wäre denn mit 1,2 zum Quadrat oder 0,5 zum Quadrat? Damit lasse ich dich mal alleine. Viel Erfolg beim Üben.